Hallo, liebe Motorradfreunde und Freundinnen. Ich möchte euch hier meine Neuerwerbung vorstellen. Eine Yamaha XJ600S Diversion. 22 Jahre alt, das Schätzchen. 5000 Kilometer gelaufen. Zum Preis sage ich jetzt erstmal nichts. Aber mit dieser Maschine, die ja doch mehr Tourenmaschine ist mit ihren 61 PS, wenn sie denn offen ist, ist sie doch eher der Tourer gegenüber meiner Maschine, mit der ich sonst fahre, der Yamaha XSR 900, ist dieses Motorrad eher dafür gedacht, sich auch die Landschaft in Ruhe anzuschauen. Und das möchte ich auch tun. Aber schaut sie euch mal ein bisschen an. Ist eigentlich wirklich ein toller Zustand. Und ich habe sie vor 20 Jahren schon mal besessen. Hier im Hintergrund Rhein und Bonn. Hier bin ich direkt am Rhein. Sieht es nicht toll aus? Glänzt, schick, schöne Farbe, olivblau, so ein bisschen Oliv reinfließen. Und Vierzylinder, Reihenmotor mit zwei Auspuffendrohren. Na, hier sieht man das kleine Wäulchen, Knäulchen und den doch zierlichen kleinen Motor, wenn man so will. Ja, 5000 Kilometer. Also diese Maschine werdet ihr in der Eifel zukünftig und auch auf meinen Filmen dann häufiger sehen. Dran machen muss ich gar nicht viel. Die Reifen mal wechseln, die sind doch veraltet und auch noch gar nicht richtig eingefahren, wie man hier sieht. Ja, Freunde, das wollte ich euch nochmal schnell vorstellen. Ich werde also dann auch ab und zu mal mit diesem Fahrzeug in der Eifel zu sehen sein. Bye, bye, bis dahin.